Ein letztes Mal, guten Morgen aus Las Vegas. Ich bin umgezogen. Wie ihr seht, bin ich jetzt in der Königssuite vom Caesars Palace mit Easy. Wir haben jetzt Urlaub. Ich habe beschlossen, oder wir haben beschlossen, dass wir nach dem Olympiatrip die ganze Geschichte hier verlängern. Und wir fahren jetzt auf einen wilden Trip und wir nehmen euch mit. Als allererstes müssen wir dafür unseren fahrbaren Untersatz holen. Es geht schon mal gut los. Ich hatte ja das Auto gemietet für die Reise jetzt hier bei Mr. Olympia. Und Basti gibt das Auto zurück. Er hat es aber noch nicht zurückgegeben. Und wir wollten jetzt gerade unser anderes Auto holen. Das bekomme ich nicht, bis ich mein altes zurückgegeben habe. Es ist ein bisschen klein. Ich zeige es euch kurz. Wir dachten ursprünglich, wir tun einfach alle Sachen in den Kofferraum. Aber wir haben jetzt hier einen Koffer auf dem Rücksitz. Da ist mein Kamerarucksack da. Und dieses ganze Ding ist auch voll. Aber guckt euch das Ding mal von vorne an. Maschallah. Es gab noch einen grauen, aber ich wollte den roten. Leute, man muss auch für die Stereotypen gehen. Hier, asozial und roter Muster. Mehr wollen wir doch nicht. Ich habe mal hier den Trip auf Null gesetzt. Und wir gucken mal, wo wir dann am Ende rauskommen. Und damit startet offiziell der Roadtrip. Ich bin hyped. Ich sage euch ehrlich, ich war die ganze Zeit ein bisschen nicht hyped, weil ich viel zu tun hatte jetzt diese Woche. Aber es sieht schon geil aus, einfach durch diese Canyons zu fahren und so. Richtig schön. Jetzt sind wir in St. George. Ich habe keinen Zwischenstopp gemacht. Und es gibt Chick-fil-A. Wir wollen einfach kurz was essen. Kommt jemand raus und sagt, oh nice, you're doing YouTube, so bla bla bla. My neighbor is also YouTube. Steve Cook, he also has a gym around here. Guten Appetit. Sieht eigentlich ganz geil aus, ne? Geil. Nice. Febreze Heavy Duty. Hier ziehen sich alle einen Joint durch, in den Autos, an jeder Ecke. Es ist so eklig, man kriegt Kopfschmerzen davon. Es stinkt einfach alles nach Gras. Die kriegen das Auto besser riechend wieder, als sie es uns gegeben haben. Ja. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kind of twisted inside and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Heftig. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist so, man fühlt sich ein bisschen wie im Film. Das kennt man ja auch einfach nur aus dem Film. Diese ganzen Bodensteine und so weiter, wollten man das sonst bei uns nicht so riesen. Es ist so krass. Also es macht, weil ich bin richtig glücklich gerade. Es ist irgendwie so ein geiles Gefühl, sowas zu sehen. Wir haben uns hier mal auf kleine Abwege gemacht mit unserem schönen Geländefahrzeug. War die Road closed, aber wir dachten uns ganz ehrlich, in Amerika gelten andere Regeln. Wir fahren einfach trotzdem hier lang. Wir sind jetzt hier im Glamping angekommen. Jetzt zeige ich mal kurz das Zelt. Easy hat es ausgesucht. Hier ist unser Sofa. Da ist das Bett. Und hier ist der Essbereich. Wir haben eine Draußendusche und Toilette. Mit eigenem Fireplace. Und man kann Sterne anschauen. Zeige ich mal kurz, warum ich das jetzt morgen zeige. Moment. Du hast aber auch eigentlich gesagt, eben gerade als wir einkaufen gefahren sind, das sieht echt cool aus. Also es ist ja wirklich jetzt nicht so Kackzelten. Ich würde mich cooler fühlen, wenn ich dabei einen Cowboyhut hätte. Aber Easy sagt, der Wilde Westen ist nicht cool. Aber ich zeige euch, warum ich morgen das Camp zeige. Weil hier sieht man nämlich nichts mehr. Außer, oh warte mal, das ist der Mond. Guten Morgen. Ich habe so scheiße gepennt, Alter. Es war so laut, weil es so ultra windig war. Aber ich habe euch versprochen, ich zeige euch die Toilette. Hier, da hinten. Das ist das Klo und das ist die Dusche. Ich bin tot. Wir haben heute
einen sehr langen Tag an Fahrt vor uns. Aber dafür werden wir, glaube ich, einige coole Sachen sehen. Ich muss erstmal klarkommen. Falsche Richtung. Wir haben die erste Stunde hinter uns gebracht. Jetzt machen wir erstmal hier ein richtig dickes Gewinnerfrühstück. Und zwar bei McDonald's. So krass, hier ist einfach weit und breit nichts außer Wüste. Geisteskrank. Sowas kennt man nicht. Das ist einfach eine Straße, die geht in die Unendlichkeit. Wenn man nicht getankt hätte, ist man gefickt. Was sie mich auch fragt die ganze Zeit, wem gehört das alles? Weil in Deutschland ist es ja so, du fährst irgendwo und ja, dann ist da eine Kuhwiese oder was weiß ich, aber es gehört ja irgendjemandem. Hier ist irgendwas, aber das gehört mir wahrscheinlich niemandem. Das Problem ist, wir haben uns null informiert über die Scheiße, die wir hier machen. Und jetzt sind wir in Death Valley und müssen uns erstmal eine Karte besorgen, weil wir gar nicht wissen, was hier Cooles ist. Es sieht auf jeden Fall geisteskrank aus. Wir mussten erstmal Eintritt bezahlen, $30. Ist hier bei allen Parks so. Es sind solide 35 Grad. Aber guckt euch mal an, wie krass es hier aussieht einfach. Alles dead. Junge, es ist so heftig. Und das, wie ich eben gesagt habe, hier wohnt einfach niemand. Einfach weit und breit nichts. Machen wir uns jetzt auf ein Abenteuer. Da vorne ist ein Salz. Ich glaube, das ist so ein Salzsee. Und da laufen wir jetzt hin. Wir lassen Easy hier im Stich. Ciao. Ich will das schon immer schon mal sehen. Ich weiß. Ich glaube, wo ist dieses richtige Ding da in Bolivien? Aber ich gucke jetzt hier. Boah, ich schütze jetzt schon. Wie ein Berserker. Und hier ist richtig raues Gelände. Ich frage mich, wie das dann hier aussieht, wenn es mal regnen sollte. Weil man sieht hier richtig so diese Spuren von dem Wasser. Aber man kann sich das nicht vorstellen, weil hier ist ja wirklich staubtrocken. Hier ist eine Eidechse. Junge, wie der rennt. Und hier riecht es auch ganz komisch irgendwie. Ich weiß, ich kann das nicht erklären, aber irgendwie bin ich so geruchsempfindlich und hier riecht es so ganz weird. Kann ich nicht beschreiben. Was für krasser ist es so. Weißt du, boah. Ja, das ist Salz, ne? So eine Salzkruste. Crazy. Und hier? Ich stehe einfach auf Salz, ne? Das ist so krass. Es ist einfach Salz. Das kann man sich, das habe ich noch nicht erlebt. Kann man das anlecken? Mach mal bitte. Ich trau mich nicht. Nimm mal so einen Finger. Mach mal. Mach du? Mach. Mach. Du hast auch noch richtig krass abgeleckt. Ja. Ist Salz auf jeden Fall. Wir haben Salz gefunden. Okay, lass mal wieder zurück, Alter. Mir ist richtig, richtig heiß. Guten Morgen aus dem Sikora National Park. Wir sind ja gestern im Dunkeln angekommen, aber ich habe zum ersten Mal seit langem wieder richtig gut geschlafen. Junge, ey. Endlich ein vernünftiges Bett, wir hatten eine vernünftige Dusche. Dieses Campen, das war nichts für mich. Ist natürlich ein krasser Temperatursturz. Irgendwie heute sollen es hier 22 Grad werden. Gestern waren wir, glaube ich, bei 36 oder so in der Wüste. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal was zu essen holen. Ihr werdet jetzt das ein oder andere Mal den Lower Angle kriegen, weil ich einfach zu faul bin, das Stativ gerade aus dem Koffer zu holen. Wir haben uns Frühstück geholt. Ein Sausage-Bagel. Was hast du? Ich habe eine Joghurt-Granola-Berries-Bowl. Ja, ich zeig das nicht. Das gibt aus. Und ich habe noch so Scrambled Eggs mit Quatsch. Boah, das sieht schon geil aus, oder?
Das sieht richtig ungesund aus. Das sieht richtig geil aus. So, unten guten Appetit. Orange-Saft. Aha. Bisschen für die Vitamine. Und Vitamine am Morgen. 1 Liter Orangensaft. Es ist viel zu krass. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich nicht auf dieses Land klarkomme. Aber hier ist es schon wieder einfach eine andere Welt, ne? Boah, geisteskrank. Ich verstehe das nicht. Ich bin für mich halt wirklich wie ein Idiot, dass ich einfach dachte, Amerika ist einfach so ein Land. Es ist so schön. Sowas, keine Ahnung, das kommt, wird jetzt auch auf dieser Kamera nicht so rüberkommen. Aber ich sage euch, wie es ist, sowas habt ihr noch nie gesehen. Es ist so wunderschön. Nächster Zwischenstopp. Wie ihr seht, es wird immer frischer, weil wir immer höher kommen. Aber Junge, was hier abgeht, es ist geisteskrank. Guckt euch bitte an, wie riesig diese Bäume... Okay, es sieht nicht riesig aus. Die sind riesig. Warte, ich stelle mich davor. Die sind riesig. Guckt euch den an, kurz. Film mal von weiter weg. Krass, oder? Das ist doch krass. Geisteskrank. Man muss sich einfach mal vor Augen halten, was diese Bäume miterlebt haben. Ich fühle mich so klein auf dieser Reise, es ist so krass. Man fühlt sich so unwichtig und irrelevant. Worüber man sich Gedanken macht. Ja, gute Entscheidung. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Ich wurde verarscht. Ich habe das Land verlassen, um keinen Regen zu haben. Hat nicht so geklappt. Warum regnet es denn jetzt? Ey, ich habe jetzt sage und schreibe 3 Wochen ohne Regen gehabt und jetzt regnet's. Ja, müssen wir durch. Ich habe gerade schon nachgeguckt, morgen soll es nicht regnen. Ich wollte gerade auch gucken, ich habe gerade Wetter-App offen gemacht. Das ist das neue Zimmer. Oh, warte. Das ist das neue Zimmer. Gut ausgesucht. Wir haben auch eine extrem, extrem gute Aussicht. Großartig, oder? So hat man es gern. Und damit guten Morgen aus dem Yosemite Nationalpark. Ich dachte immer, der ist Yosemite. Aber ja, wer denkt sich das aus, das zu schreiben? Ja. Random. Jetzt bin ich ihn dir verschluckt. Guckt euch diese Aussicht an. Also ich muss sagen, bis jetzt noch underwhelming. Aber wir haben auch 3 richtige Banger jetzt ja die letzten Tage gehabt. Bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, wir sehen einen Bären. Ich will unbedingt einen Bären sehen. Wir haben jetzt einen Chipmunk gesehen und wir haben eine Eidechse gesehen. Und jetzt will ich einen Bären. Ich brauche einen Bären. Die Chipmunks sind Eichhörnchen. Ja, wo sich das... Ja, hä? Ich kenne halt nur Eichhörnchen. Wo soll ich denn wissen, dass es Chipmunks sind? Ich bin auch nicht hier von Robert Mark Lehmann oder so. Wir haben uns so ein bisschen falsch angezogen. Gerade zwischendurch waren es mal einfach 1 Grad. Jetzt sind wir immerhin wieder bei 6 und ich... Kurze Hose, wie immer. Aber guckt euch mal die Aussicht einfach an. Geisteskrank, oder? Also das ist doch wirklich heftig. Ich hab's schon 1000 Mal gesagt, auf diesem Trip fühle ich mich wirklich wie ein Kind einfach. So, weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Man fühlt sich richtig klein.
Yosemite oder Yosemite ist echt all about the views. Also es ist wirklich krass, was du hier für Ausblicke hast. Kommt wieder auf der Cam nicht so rüber. Hier, wir sind ja an so einem Aussichtspunkt, wo 1 Million Leute sind. Aber ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Geisteskrank, oder? Official Yosemite Joe's Mind Member. Ich muss kurz easy roasten, weil was sie hier isst, ist einfach eklige Scheiße. Guckt euch das an. Ich sag's euch, diese unterschiedlichen Geschmäcker, die es hier von Reiswaffeln gibt, das ist einfach next level. Da ist Deutschland so hinterher. Deutschland ist in allem hinterher. Aber das hier mit Cheddar Rice Crisps. Widerlich ekel. Ich hab einen gegessen. Geil. Ich kotze jetzt. Bei mir gibt es Biscoff mit Milky Chocolate. Geil. Das ist geil, nicht hier so eine Kacke. Das kriegst du aber auch bei uns. So, das hier kriegst du bei uns nicht. Easy, es geht nicht darum, was man bei uns kriegt, sondern es geht darum, was schmeckt. Falsch. Einfach schon wieder falsch. Wir haben es nach San Francisco geschafft. Es ist windig, aber es ist immer noch warm. Eigentlich bin ich ja nur hier aus GTA-Gründen, weil ich mir denke, so ganz ehrlich, ich habe hier so viel GTA San Andreas als Kind gespielt, das müssen wir hier mitnehmen. Hey, es gibt einfach Biscoff-Smoothies. Hä? Wie geil ist das denn? Ich bin positiv überrascht. Ich finde es übelst schön hier auf diesem Pier. Ich dachte, es ist okay, das ist hier einfach so ein lame Shit. Aber so alles richtig oldschool und übelst nice. Boah, ich feier's richtig. Was sagst du? Ja, also es ist halt nur hier wegen den Touris so. Also sind die typischen Touri-Läden und sowas. Aber eigentlich ist es halt ganz cool. Also. Ja, Easy hat wieder die German Attitude. Einfach nicht gut, aber auch nicht meckern. Wir haben kurz einen Snack uns gegönnt. Es war übelst lecker, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir einfach nur Scheiße gegessen haben die letzten Tage oder es wirklich gut war, aber ja, es war gut. Ey, ich fand es übelst lecker und deswegen haben wir uns erstmal hier als Erinnerung neue Cap gezogen. Oh, das sind alles nur... Da ist einfach noch extra Keks drauf. Und zwar sind wir zur Golden Gate Bridge gefahren. Ich finde es immer geil, wenn man solche Sachen sieht, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, ist das irgendwie immer so ein bisschen magisch. Ich finde es immer so ein bisschen, als ob so Fiktion kurz Wirklichkeit wird. Ja, und damit beenden wir das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen uns morgen auf den Weg nach Los Angeles. Und da werden wir natürlich auch weiter filmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns nächsten Samstag.